Moin, seid gegrüßt, herzlich willkommen bei Whisky Gold. Wir sind bei Linkwood in der Speyside. Ich wollte es gerade sagen, ja, vergessen, wo Linkwood liegt. In der Speyside liegt Linkwood und ich habe hier eine Abfüllung von Gordon & MacPhail aus der Distillery Labels Serie. So, bevor wir schnattern, geben wir ihm mal ein, zwei Minuten Zeit zum Atmen. Ja, und Gordon & MacPhail ist ja unter den unabhängigen Abfüllern bei jedem Whisky-Liebhaber letztendlich ein Begriff und Programm. Und hier ein Linkwood mit 25 Jährchen, 2020 in die Flasche gekommen, 1995 destilliert. Das ist schon was, ne? 90er Jahre werden knapp. Ihr kriegt diese Abfüllung, diesen Jahrgang tatsächlich noch für um die 200 Euro. Ich glaube, jetzt haben wir den 21er mittlerweile. Und ich bin der Meinung, der 21er kommt jetzt nicht wie der hier mit 43 Volumenprozenten, sondern mit 46 mittlerweile. Oder es gab auch den 20er, glaube ich, auch schon mit 46. Mit 43 und 46, die wurde jetzt geändert, auferlegt. Habe ich noch nicht probiert. Die 3%er könnten viel ausmachen. Ne? So, und die Distillery Label Serie geht ja in die Zeit zurück, wo hauptsächlich eigentlich nur Blended Whisky abgefüllt wurde. Und dieses hier ist immer, es gab die damals ja auch in anderen Umverpackungen, eine Hommage an die Beziehung von Gordon MacPhail zu den Brennereien. Somit hat man die Labels oldschool gelassen, wie damals, zu der damaligen Zeit. Und man lässt bewusst als, ja, wie sagt man, na, um die Brennerei auch so ein bisschen zu ehren, lässt man und darf man den Namen groß lassen der Brennereien. Ja? Also Gordon MacPhail ist eher im Hintergrund. Der Name der Brennerei darf trotzdem und ganz bewusst im Vordergrund ganz groß stehen. Ja, und Gordon MacPhail ist ja so der unabhängige Abfüller mit so ziemlich dem größten Fassbestand. Also die haben ja ordentlich Stoff und die füllen ja auch manchmal echt immer noch, jetzt 22, auch harte Sachen ab. Aber ja, nicht für jedermanns Geldbeutel. Das ist schon echt viel Asche. Also wenn da, das war, kam jetzt wieder so ein Glen Grant irgendwie mit 50 Jahren oder sowas oder Glenlivet, ich weiß es nicht, und dann 8000 Euro oder sowas. Hey, viel Kohle. Ja, und ich finde diese neuen Umverpackungen hier mit Magnet und so weiter schön gepolstert. Total schön. Viel geiler als das alte Zeug. Könnt ihr euch noch erinnern, diese wabbelige Pappe war da so ein bisschen. So dieses Rundliche. Also macht schon was her, ist schön. So, der Whisky ist ohne Farbstoff. Mit 43 Volumenprozenten kältefiltriert. Konnte ich nichts zu finden, aber ich gehe mal von aus. Ne? Fassreifung, Ex-Bourbon und Sherryfässer. Die Anteile, das Verhältnis, ich konnte nichts dazu finden, auch nicht, um was für Fässer genau es sich handelt. Ich denke mal, Ex-Bourbon, amerikanische Weißeiche und Sherry wahrscheinlich. Oloroso PX, vielleicht beides, keine Ahnung. Ja, und wenn es euch interessiert, ich habe mal ein Video gemacht zu den unabhängigen Abfüllern. Was sind unabhängige Abfüller? Welche unabhängigen Abfüller gibt es? Wenn ich es schaffe, verlinke ich es ganz am Schluss. Wenn nicht, guckt einfach mal durch die Playlist da irgendwo das Video. Ich habe mir Mühe gegeben, also kommt, ran da. So. Gesetztes, süßes Näschen, eingekochte Früchte, Karamell. Und gleich auf Anhieb total ausgewogen. Da ist von der Jugend nichts mehr spürbar. Ich würde jetzt gar nicht so sagen, die Betonung liegt hier voll auf Sherry, Sherry Brett. Nein, das ist ein relativ gutes Verhältnis, weil ich kriege auch so eine vanillige, leicht holzige Aromen. Malz. Auch ein bisschen trocken in der Nase. Würde ich jetzt spontan auf Oloroso tippen. Aber mal gucken, was die Zunge gleich sagt. Rosinen. So ein bisschen Kakaoschokolade, Zartbitterschokolade.
nichts von Alkohol. 43, völlig okay, muss ich jetzt sagen. Es ist alles schön, die Aromen kommen deutlich zur Geltung. Linkwood hat einfach schöne Sachen, ja. Ich würde sagen, wir probieren jetzt. Cremiges Mundgefühl, auf der Zungenspitze schöne Würze, schön Holz, etwas prickelnd, Orange, Orangenschale, Sherry-Einfluss ist da, es schlägt hier auch nicht, nein, Bourbon kommt auch wieder durch, du hast das Holz, du hast die Eiche, würzige Holznote, sehr harmonisch, wärmend. Komplexer Whisky. Langer Abgang. Diese Orangenschale, die Süße, dieser Früchtekorb. Ich kann sie jetzt gar nicht so richtig definieren. So ein bisschen Rotfrucht, vielleicht auch gelbfruchtige Sachen. Bleibt lange. Schöne, fruchtige Süße. Jetzt auf der Zunge würde ich gar nicht wirklich sagen, es ist Oloroso. Schwer zu definieren. Schau mal. Brauner Zucker. Kandierte Früchte. Dunkle Schokolade. Haselnuss. Gerüstete Haselnüsse. Ja, weiß ich nicht. Mandeln. Wärmende Gewürze, ja. Ausgebrannte Eiche, ausgebranntes Holz, ja. Auf der Zunge fehlt mir so, zum Schluss erwarte ich noch so einen kleinen Kick. Irgendwie, deswegen wäre es mal interessant, jetzt diese 46% zu haben, die neue Abfüllung. Ich könnte mir vorstellen, das bringt's. Das ist einfach nochmal ihn Ticken besser macht auf der Zunge. Nase, tippitoppi, kann man nichts gegen sagen. Wunderbar. Auf der Zunge einmal kurz nochmal ein bisschen mehr. Die Aromen, die anderen, die man so hat, dieses Sherry, dieses schokoladige, rosinige oder Haselnüsse, verblasst relativ schnell. Ich kriege nur so diese Fruchtsüße und diese Orangenschale, die bleibt mit ein bisschen Würze am Anfang auf der Zunge. Schade, dass die drei, die könnten das nochmal unterfüttern, die anderen Aromen, und sie nochmal halten, aber nee, geht hier schnell weg. Trotzdem ist der Abgang insgesamt lang. Ja? Also man hat jetzt immer noch diese wunderschöne Süße. So ein bisschen Trockenheit. Ja, ein schöner Malt. Also ich würde sagen, 200 €, voll okay, kann man machen. Und ich glaube, wenn man 20 € raufpackt, kriegt man die neue Abfüllung mit 46 Umdrehungen. Machbar. Absolut machbar. Ja, schöner Malt. Kann man sich wirklich mal gönnen. Linkwood, wer da auf Linkwood steht, Gordon McPhail steht, ja, für einen besonderen Anlass, 200 € ist ja nicht mal eben so, ne? Zum Herrentag, zu Weihnachten, zum Geburtstag, euch beschenken lassen. Dann greift mal zu. Ja, eure Anregungen unten rein. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut, ciao.